So, letzten Speicherpunkt laden. Ich bin ja sehr froh, dass es relativ schnell geht. Ich könnte euch direkt mal die Videoeinstellung ein bisschen erhöhen. Ich bin jetzt gar nicht so gewohnt, so große Ladestände zu haben. So, jetzt hier. Nein. Jetzt gehen wir raus. Den netten Herrn hier besuchen. Hallo. Schnell die Munition abgegriffen, die du während des Fliegens verloren hast. Verlieren hast, was? Verlieren hast. So. Medipack. Gut. Oh, das war's nicht. Ich wollte zoomen, haha. Da ist doch jemand. Alter! Achso, ich habe nur drei Schüsse gehabt. Ach, Mist. Stirb bitte mal. Wir sind nicht bei Wünsch dir was. So. Aber die Waffe ist schon ziemlich gut. Zumindest lässt die jemanden relativ schnell sterben. Und ich glaube, ich behalte es auch mal, während die komische Kack-3-Sinien angefahren kommt. So. Alles aufgenommen, wenn das mal geht. Ist noch was dabei? Und da kommt die 3-Sine. Weg, 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 weg. Sprinte. So. Decken. Nochmal nachladen. Die ist immer richtig eklig. Okay, die kriege ich nicht tot. Vielleicht mit einer Granate. Vielleicht so. Das funktioniert. Oh ja. Sehr, sehr gut. Habe ich die Munition mitgenommen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht irgendeinen anderen Mist zu Tode. Also vom nächsten Speicherstand natürlich. Kann ich noch was mitnehmen bei dir? Geile Waffe vielleicht? Nein. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt hier ein bisschen. Pistole. Wie sieht's hiermit aus? Genug, um mal nachzuladen. Bitte. Ah, speichern. Sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Und hier bin ich offenbar auf kommunistischem Gebiet. Und mit irgendwelchen Gegnern. Aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Oh, warte mal, das ist ja gut. Das ist ja ganz großartig. Das heißt... Oh. Das war ja wohl überhaupt nichts. Ich wollte gerade die Waffe auswählen, aber es war wohl nichts. Ja, das habt ihr wohl. Denn der Idiot wollte ein Wurfmesser nehmen und statt unauffällig an euch vorbeischleichen oder sowas. Hat der richtig gut funktioniert? Ja, ja, ja. Schieß ruhig. Das alte Spiel. Ich bin einfach nicht zum Schleichen gemacht. Das ist furchtbar. Sag mal. Ja, das, wenn ich die Hände hochnehme, habe ich doch meine Waffe nicht in der Hand. Und ich hätte sehr gerne meine Waffe in der Hand. Wie komme ich denn jetzt da am besten raus? Da bist du! Man kann es sagen, wie kannst du mich die ganze Zeit treffen? Ist da noch was dabei? Ja, bestimmt. Guck mal, vier weitere Schuss, immerhin. Ich hätte, glaube ich, zwar mehr gebraucht, um mich zu erledigen, aber gut. So, was sind die nächsten? Mutig dort hinten irgendwie. Einfach mal so Balken für Balken vorlaufen. Und ich muss wirklich sagen, das wird wahrscheinlich die letzte Folge erstmal sein, denn es ist langsam etwas spät hier. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht an einem guten Punkt zu Ende. Nicht zu Ende gehe, sage ich mal, aber ist egal, erstmal die Folge zu Ende machen hier. Ganz in Ruhe. So, der ist tot, sehr schön. Aber nur 16 Schuss, verdammter Mist. Und das nächste. Bist du auch tot? Ja, sehr schön. Also gerade kommen gleich die nächsten angelaufen.
Nee. Wir haben Verletzte! Aber da hinten ist noch was. Moment. Das eignet sich ganz hervorragend für eine Granate. Hui! Nein, ist er nicht. Ja, total super hier. Alter Schwede. Da ist noch jemand. Warte mal, dich kann ich vielleicht noch, diese 5 Schüsse reinjagen, die ich noch hier habe. Ich spiele jetzt hier, glaube ich, viel zu sehr wie ein Ego-Shooter. Na komm. Ja, so treffe ich auf keinen Fall. Und du triffst eigentlich auch nicht offenbar, das ist ganz gut. Mein Gott. Warte mal, vielleicht kann ich ja doch mit einem Headshot. Nein. 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 Okay, Headshot wird nichts. Aber weißt du was? Wenn du schon da hinten so schön still hältst. So. Das war wohl nix. Da sind noch mehrere gleich. Aber irgendwie hat's erwischt. Sehr schön. So, dummerweise sind da hinten noch welche. Ja. Da, genau. Eben dort. Oh. Und ich habe kaum noch Munition. Oh mein Gott. So, wie kann ich es machen? Mit Sprinten wieder? Zu diesem komischen Sandhaufen da. Ich probier's mal. Und runter. Nee. Nee, nicht Granate. Bitte nicht Granate. Nicht gut. Da. Oh, oh. Mist! Alter! Diese Waffe, also diese Pistole ist natürlich gegen Leute mit einer Schussweste richtig schlecht. So, war's das jetzt bitte? Ist das ein Messer? Ja. Konnte was euch Munition dabei haben. Oder du? Ich brauche mehr Munition. Oh. Das gefällt mir doch schon etwas besser hier. Scheint auch keiner mehr zu leben. Vielen Dank, Genosse. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Rettungsranger, Errungenschaft freigeschaltet. Hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Ja, bitte. Ich hätte euch fast erschossen, aber gut, dass wir darüber geredet haben. So. Da hätte jemand runtergepurzelt. Und ich nehme an, ich habe jetzt tatsächlich mal alle Gegner in einem Gebiet erledigt. Gar nicht mal schlecht. Gibt mir gerade ein bisschen Selbstbewusstsein. Und es ist für mich... Oh, okay. Es ist für mich auch gerade mal etwas ruhigere Phase, Gott sei Dank. Ja. Ganz großes Kino. Mal ganz ehrlich, kannst du mal die komischen Night Vision absetzen? Dankeschön. Darauf gestanden, sehe ich mit der Night Vision noch weniger als ohne die ganze. So, bist du jetzt oben? Genau. Wäre auch cool, wenn du nicht mehr runterfallen würdest. Da hinten gibt es noch was, aber ich werde mal gucken, ob ich hier noch was abgreifen kann. Ja. So, hier noch ein bisschen Munition. Noch was? Nee, und da war ich ja. So. So viel zum Thema ruhigere Phase. Und es hat nicht gespeichert, soweit ich weiß, oder? Das ist ein bisschen doof. Ach, da bist du. Ja gut. Die Hoffnung, da zu treffen, war natürlich ein bisschen gering. Oh. Vielleicht lieber hier hin. Und weh, du wirfst mir eine Granate oder irgendein Mist. Da hinten bist du.
Ich habe dich doch gesehen. So. So, das könnte da eine gewesen sein. Ist hier noch jemand? Okay, dazu kommen wir gleich. Oder wir können die Tür auch reinschließen. Na gut, dann gehen wir kurz nach hinten lang wieder. Denn die Munition hätte ich schon ganz gerne. Und ich glaube, damit könnten wir sozusagen mehr oder weniger den bewohnten Teil ein bisschen abgeschlossen haben. Und kommen jetzt herrlicherweise in den unbewohnten Teil der Metro oder was? Ganz viel Munition. Finde ich natürlich super, heißt also für mich wie sowas wie, ja, jetzt wird es total gefährlich und du wirst gleich sterben. Nochmal einen freundlichen Ton vielleicht. Spiel auf der Balalaika. Danke. Ja, genug gespielt. Kann ich irgendwas essen? Das hier, Essen und Ausrüstung rumliegt, aber keine Menschen mehr sind, behagt mir nicht wirklich. Aber gut, das kann natürlich auch die Wachstube gewesen sein von den Leuten da eben. Oder hat jemand ein bisschen Nasenbluten gehabt oder ein bisschen Rost, je nachdem. Lecker Rost aus der Nase. Okay. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ja, und ich weiß, die Folge ist jetzt erstmal 12 Minuten lang, aber es ist tatsächlich ein perfekter Punkt, um gerade mal aufzuhören, weil gerade hier wird immer so ein Autospeicherstand angelegt und leider kann man ja selber in dem Spiel nicht speichern, weswegen ich immer auf diese Autospeicherstände angewiesen bin, was meine Folgen sozusagen ein bisschen angeht. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Ich werde jetzt noch ein bisschen, keine Ahnung, werde jetzt die Dose noch leeren, die letzten paar Schlückchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, tschüss.